Wisst ihr, warum die Leute ihn hassen? Weil er den Leuten verboten hat, Gräber anzubeten. Weil er ihnen verboten hat, diese ganzen Sachen mit Schirk und den Gräbern zu machen. Weil er ihnen verboten hat, am Grab zu schlachten für den Toten. Weil, so haben sie ihn gehasst. Also sage ich euch, sie haben nicht Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gehasst. Sie haben seinen Weg gehasst. Und sein Weg war Koran und Sunnah. Und wenn sie das haben wollen, sind wir alle Wahhabiyah. Wisst ihr, dass manche Leute uns, also mich persönlich, hassen? Weil ich zum Beispiel sage, Frauen dürfen nicht geschminkt rausgehen. Oder die dürfen nicht diese Videos machen, die jetzt alle so im Social Media und so rumlaufen. Deswegen hassen die uns. Deswegen verfluchen die uns. Ein Bruder hat mich einmal gefragt, darf ich in einem gemischten Fitnesscenter trainieren? Ich habe ihm gesagt, nein. Der hat mich angeguckt, als hätte ich nach seiner Leber gefragt. So hat er mich angeguckt. Das heißt, sie hassen uns nicht, weil wir so und so und so heißen. Sie hassen uns dafür, weil wir für etwas stehen.